Ja, hallo, mein Name ist Henriette Grabert. Ich habe Gesang, Tanz und Schauspiel studiert und ich arbeite im Bereich Musical. Ja, und ich heiße auch Grabert. Ich heiße aber Heike Grabert. Ich bin nämlich die Mutter von Henriette. Ich bin Lehrerin vom Beruf und leite seit fast 28 Jahren die Jasmin der Plattdänzer. Ja, die Plattdänzer sind eigentlich nur entstanden, weil wir tanzen wollten und dieser Tanzlehrer aufhörte und dann hat Mutti das weitergemacht und dann hat sie aber irgendwann gemerkt, ach, dass es nicht ganz um ihr ist mit den Standard und Latein und hat sich dann selbst fortgebildet und hat dann gemerkt, so in Richtung Folklore, das ist schöner. Also die Jasmin der Plattdänzer sind so bekannt dafür, dass sie viele Jungs haben, also es gibt immer Paare, Jungen und Mädchen. Ja, und das ist immer was Besonderes und die Jasmin der Plattdänzer waren tatsächlich schon echt überall, also viel rumgekommen, deutschlandweit, aber auch in Österreich Auftritte gehabt oder nach Shanghai seid ihr gefahren, das war das Weiteste. Nein, nach Huaiyan und das ist nämlich die Partnerstadt von der Stadt Sassnitz. Genau. Und da sind wir eingeladen worden und das ist natürlich ein besonderes Erlebnis gewesen. Man weiß ja nicht, was gewesen wäre, wenn es die Mauer nicht gegeben hätte. Wenn die stehen geblieben wäre oder wenn sie erst gar nicht entstanden wäre. Ich finde, das kann man immer so schlecht sagen.